Warum hat sich Cornelius Fudge geweigert, Harry Potter zu glauben? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich euch erklären, warum Cornelius Fudge sich geweigert hat, Harry Potter zu glauben, als dieser sagte, dass Lord Voldemort zurückgekehrt ist. Cornelius Fudge war von 1990 bis 1996 der Zaubereiminister. Er spielte eine wichtige Rolle in den Harry Potter Büchern und Filmen, aber war auch sehr umstritten. Er stand oft im Konflikt mit Harry Potter und Albus Dumbledore, denen er kein Vertrauen schenkte oder diese sogar bekämpfte. Er machte auch viele Fehler und Versäumnisse, die es Lord Voldemort ermöglichten, zurückzukehren. Aber was waren die Gründe für sein Verhalten? Warum ignorierte er Harry Potter, als dieser ihm die Wahrheit über Voldemorts Rückkehr sagte? Warum versuchte er ihn als Lügner und Verrückten hinzustellen? Warum sah er Dumbledore als einen Rivalen um seine Macht an? In diesem Video präsentiere ich euch 5 mögliche Erklärungen für das Handeln von Cornelius Fudge. Bevor wir aber damit beginnen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und wenn ihr noch mehr über das Harry Potter Universum wissen wollt, schaut euch gerne die anderen Videos auf diesem Kanal an. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Der erste Grund, warum Fudge Harry Potter nicht glauben wollte, lag in seiner Angst vor Lord Voldemort. Fudge konnte nicht akzeptieren, dass der dunkle Lord zurückgekehrt war und dadurch eine große Gefahr für die magische Welt darstellte. Stattdessen wollte er seine Position als Zaubereiminister behalten und bei den Wählern beliebt bleiben. Obwohl ihm Beweise und Zeugenaussagen vorgelegt wurden, lehnte er es ab, mit Muggeln oder anderen magischen Gemeinschaften zusammenzuarbeiten. Vielmehr versuchte er, das dunkle Mal am Himmel zu verharmlosen und behauptete sogar, es handle sich lediglich um ein Feuerwerk. Fudge war so verblendet von seiner eigenen Angst, dass er nicht sehen konnte oder auch wollte, was wirklich vor sich ging. Sein Verhalten machte es Voldemort möglich, wieder an Macht zu gewinnen und seine Anhänger zu rekrutieren. Besonders deutlich wurde Fudges blindes Vertrauen in seine eigene Sicht der Dinge am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch, als er Harry Potter und Dumbledore nicht glauben wollte. Stattdessen beschuldigte er die beiden, gegen ihn zu arbeiten und ihn anzulügen. Die zweite mögliche Erklärung für Fudges Verhalten ist sein Hass auf Dumbledore. Fudge sah ihn als Rivalen und Bedrohung für seine Macht an. Er war eifersüchtig auf dessen Intelligenz und dessen Einfluss. Dumbledore war der Schulleiter von Hogwarts, der größten und renommiertesten Schule für Hexerei und Zauberei in Großbritannien. Er war auch der Anführer des Orden des Phönix, einer Geheimorganisation von Zauberern und Hexen, die gegen Lord Voldemort kämpften. Er war zudem der mächtigste lebende Zauberer und der einzige, vor dem Voldemort wirklich Angst hatte. Fudge fürchtete seine Autorität und sein Ansehen sowie seine Absichten und Pläne. Obwohl er oft Rat oder Hilfe bei Dumbledore suchte, folgte er ihm nie ganz und widersprach ihm oft. Fudge versuchte stets, ihn zu kontrollieren oder zu manipulieren, zu diskreditieren oder zu entmachten. Zum Beispiel schickte er Dolores Umbridge als Lehrerin und später als Schulleiterin nach Hogwarts, um Dumbledore zu überwachen und zu behindern. Er versuchte auch, ihn vom Zaubergamot auszuschließen und ihm den Orden des Merlin zu entziehen. Er beschuldigte ihn sogar, einen Putsch gegen ihn zu planen und ihn stürzen zu wollen. Seine Besessenheit im Hass auf Dumbledore führte dazu, dass er ihm nicht vertraute oder ihm zuhörte, was ihn zum Feind von Dumbledore und seiner Armee machte. Die dritte mögliche Ursache für Fudges Verhalten ist seine Arroganz gegenüber Harry Potter. Fudge hatte keinerlei Respekt oder Bewunderung für ihn und sah ihn als bedeutungslosen und langweiligen Jungen, als Lügner und Angeber, als bloßen Nachfolger und Untergebenen von Dumbledore an. Er wusste nicht oder hat es gewählt zu ignorieren, dass Harry Potter der Auserwählte war, der einzige Mensch, der jemals den Todesfluch überlebt hatte. Deshalb hat Fudge niemals die Bedeutung von Harry Potter verstanden. Oft behandelte Fudge Harry Potter mit Verachtung oder Spott, ignorierte oder leugnete seine Leistungen und Erfahrungen. Er beschuldigte oder bestrafte ihn für Dinge, die er nicht getan hatte oder nicht kontrollieren konnte. Zum Beispiel stellte Fudge Harry Potter in Harry Potter und der Orden des Phönix vor das Zauberergamot, um ihn wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz zur Beschränkung der Zauberei Minderjähriger anzuklagen. Er versuchte, ihn unfair und illegal zu verurteilen, ihm den Zauberstab wegzunehmen, ihn von Hogwarts auszuschließen und seine Glaubwürdigkeit und Freiheit zu nehmen.
Fudge war so arrogant gegenüber Harry Potter, dass er nicht auf ihn achten oder ihm helfen konnte und sich damit zum Gegner von Harry Potter und seinen Freunden machte. Der vierte Grund für Fudges Verhalten war seine Ignoranz gegenüber der Wahrheit. Er wollte die Realität nicht sehen oder akzeptieren, die Fakten nicht anerkennen oder überprüfen und die Meinung anderer nicht hören oder respektieren. Fudge glaubte nur das, was seine Überzeugungen entsprach, und leugnete alles, was seinen Ansichten widersprach. Er verfolgte jeden, der seine Autorität in Frage stellte. In Harry Potter und der Orden des Phönix verweigerte er sich der Prophezeiung über Harry Potter und Voldemort, behauptete, dass es sich um eine Fälschung handelte und ignorierte Warnungen über die Gefahr, die Voldemort darstellte. Zudem ignorierte er Beweise, die Severus Snape über die Aktivitäten der Todesser vorlegte. Fudges Ignoranz machten ihn zum Opfer von Voldemort und dessen Täuschungen. Bevor ich die Erklärung für Fudges Verhalten präsentiere, möchte ich euch mehr über seine Hintergrundgeschichte erzählen. Fudge war anwesend, als Sirius Black 1981 verhaftet wurde, weil er angeblich Peter Pettigrew und 12 Muggel getötet hatte. Danach wurde Cornelius Fudge Zaubereiminister in der magischen Welt, nachdem Albus Dumbledore das Amt mehrmals abgelehnt hatte und Bartemius Crouch in Ungnade gefallen war. Fudge war ein umstrittener Minister, der viele Fehler machte und die magische Welt in Gefahr brachte. Er versäumte es, die Sicherheit von Hogwarts zu gewährleisten, als der Basilisk aus der Kammer des Schreckens entkam, er ließ Sirius Black aus dem Gefängnis entkommen und verweigerte ihm einen fairen Prozess. Fudge unterstützte die Teilnahme von Harry Potter am Trimagischen Turnier, obwohl er minderjährig war, ignorierte die Warnungen von Dumbledore über die Rückkehr von Voldemort und startete eine Schmutzkampagne gegen ihn und Harry Potter. Cornelius Fudge schickte Dolores Umbridge nach Hogwarts, um die Schule zu terrorisieren und zu übernehmen, und verbot den Lehrern und Schülern, sich auf den Kampf gegen Voldemort vorzubereiten. Er ließ viele unschuldige Menschen verhaften oder einsperren. Fudge wurde 1996 als Zaubereiminister abgesetzt, nachdem er gezwungen war, die Rückkehr von Voldemort öffentlich anzuerkennen. Er wurde von Rufus Skimgore ersetzt, dem ehemaligen Leiter der Aurorenzentrale. Fudge blieb jedoch im Ministerium als Berater und Bote für den Premierminister der Muggel. Er versuchte, seine Fehler wieder gut zu machen, indem er Harry Potter und Dumbledore um Verzeihung bat und ihnen seine Unterstützung anbot. Der Stolz von Cornelius Fudge war der letzte Grund für sein Verhalten. Fudge war stolz und eitel, glaubte immer recht zu haben und alles zu wissen, betrachtete sich selbst als besten Zaubereiminister und allmächtigen Kontrolleur. Er sah sich als unfehlbar und unersetzlich. Diese Haltung zeigte sich in Harry Potter und der Orden des Phönix, als er sich weigerte, seine Politik oder Strategie anzupassen, obwohl sich die Situation verschlimmerte. Er vertraute weder Harry Potter noch Dumbledore und lehnte ihre Unterstützung oder Ratschläge ab. Selbst offensichtliche Fehler oder Überforderung wollte er sich nicht eingestehen. Fudges Stolz war so groß, dass er sich nicht und sein Verhalten korrigieren oder verbessern konnte und damit zum Versager und Verlierer wurde. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und konntet etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr mehr über Cornelius Fudge oder andere Charaktere aus dem Harry Potter Universum wissen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Aber bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Was haltet ihr eigentlich von Cornelius Fudge? Findet ihr ihn sympathisch oder eher unsympathisch? Versteht ihr seine Motive oder verurteilt ihr seine Taten? Denkt ihr, dass er ein guter oder ein schlechter Zaubereiminister war? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.